Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ihr seht's, ich bin mal wieder unterwegs und möchte eine lange Fahrt dazu nutzen, euch heute etwas zu zeigen über 5 Dinge, die ich an meinem Tesla Model 3 vermisse. Ihr wisst ja, ich habe seit Juni letzten Jahres dieses Model 3 Long Range Rear Wheel Drive, Reichweite 600 Kilometer, 75 Kilowattstunden Batteriekapazität und bin super zufrieden, habe schon viele Videos darüber gemacht, wie gerne ich damit fahre, und das ist es gerade auf langen Strecken, genieße ich das sehr, mit diesem Auto zu fahren, und ich finde, es ist es wirklich wert. Und dennoch gibt es immer wieder natürlich Dinge, die mir auffallen, und die 5 Dinge, die ich am meisten vermisse, die werde ich euch heute im Verlauf dieser Fahrt zeigen. Ja, und als allererstes setze ich mich mal hier rein, denn bevor ich anfange, möchte ich auf jeden Fall das neueste Software-Update drauf haben, damit ich auch nicht was erzähle, was dann schon überholt ist. Ihr seht hier, das aktuelle Software-Update ist beinahe runtergeladen, und ja, das werde ich jetzt installieren und dann melde ich mich wieder bei euch. Ich habe keine Ahnung, warum man eigentlich noch 2 Minuten warten muss, bevor es losgeht. Ich kann hier auch nicht auf Weiterklicken. Also sind es dann halt noch 2 Minuten mehr. Und wenn ich gerade dabei bin und diese Pause sowieso machen muss, werde ich nachher mal kurz was ausprobieren. Ich habe nämlich hier gerade einen Ionity Charger gesehen. Hier soll es bis zu 350 Kilowatt geben. Da könnte ich wieder ein bisschen Zeit einsparen, wenn das wirklich so schnell ist. Ich weiß allerdings, wie viel das Model 3 überhaupt verkraftet und ob der das auch wirklich hergibt. Aber das probiere ich jetzt gleich noch aus, wenn das Software-Update geladen ist. Aktualisiere Autopilot steht hier. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Da wäre ich natürlich besonders gespannt darauf. Oh yeah, jetzt ist er wieder zum Leben erwacht, dieser Tesla. Nur mal ganz kurz gucken, was ist hier los? Verbesserung der Fahrdarstellung, Verkehrskegel, Dashcam-Anzeige, okay. Nicht betriebsbetreute Supercharger. No. Also ich fürchte, da hat sich jetzt nicht viel getan und das hat sich nicht gelohnt. Es hat am Schluss ziemlich exakt 35 Minuten gedauert statt 25. Zeit, die mir jetzt fehlt. Jetzt gucke ich mal ganz schnell, ob ich am Ionity Charger schnell laden kann. Also, Live-Versuch. Dieser Dad lädt zum ersten Mal an einem Ionity Charger. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt muss ich mich noch bei PayPal einloggen. Okay, auch das mache ich. Der Ladevorgang wird mit 79 Cent brutto abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt nach geladener Leistung. Auf dem verwendeten Bezahlmedium werden 80 Euro autorisiert. Also okay. So, der Ladevorgang wird gestartet. Dieser Prozess kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Okay. Na dann. Fett ist der Stecker auf jeden Fall. So. Das ist jetzt die spannende Phase. Okay, er lädt hoch. Jetzt will ich auch was sehen hier. Wie gesagt, normalerweise so 140, 150 Kilowatt maximal bei einem Supercharger. Normalerweise 130 rum. So, jetzt bin ich gespannt. Also ihr seht, 118 Kilowatt, nichts Höheres. Die Profis unter euch werden wissen, warum. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Ich beende das jetzt auch sofort wieder, weil ich habe keine Lust, 79 Cent pro Kilowattstunde zu bezahlen, da ich ja dank eurer zahlreichen Referral-Code-Verwendungen kostenlose Supercharger-Kilometer frei habe und deswegen dann demnächst gleich in Weimar rausgehe und dort auflade. So, jetzt bin ich in Weimar am Supercharger gelandet und nutze jetzt die Gelegenheit, euch mal zu zeigen, was ich meine. Ich nehme mal irgendeine Adresse, wo ich jetzt hinfahren will, die ein bisschen weiter weg ist. Sagen wir mal München. Dann sucht der Supercharger und sagt mir jetzt eben hier, ich muss jetzt hier 25 Minuten warten. Dann kann ich hier an diesem Supercharger nochmal laden und dann bin ich in München um diese Uhrzeit. Ich will halt normalerweise nicht irgendwie nach München oder irgendwie nach Berlin, sondern vielleicht über einen anderen Ort. Also zum Beispiel, wenn ich von Berlin nach Konstanz fahre, so ist es letztes Mal gewesen, dann hatte ich in Neuhof bei Fronius ein Interview und wollte noch jemanden in Ulm abholen. Das heißt, ich will eigentlich über Neuhof und Ulm nach Konstanz fahren und brauche für diese gesamte Strecke eine Route. Ich muss dann jede einzelne Strecke berücksichtigen. Wenn ich dann sage, ich fahre jetzt erstmal nach Neuhof, dann kommt er möglicherweise mit 10% in Neuhof an, was mir nicht reicht, um zum nächsten Supercharger zu kommen. Wenn ich aber sage, ich will nach Ulm, dann fährt er nicht über Neuhof. Also muss ich mir selber bei A Better Route Planner im Internet raussuchen, wie ich das am besten mache oder halt doch per Hand fahren. Und ich finde, dass so ein Tesla das eigentlich besser machen könnte. Ich habe jetzt bei Einstellungen
aber ich kann eigentlich nicht wahnsinnig viel einstellen. Also wenn ich zum Beispiel mit 22% in München lande oder was bei mir häufiger vorkommt, eben dann mit 22% oder 19% in Berlin lande, dann ist das blöd, weil ich nämlich in Berlin mehr Ladestand brauche. Ich brauche alleine 15%, um von Berlin zum nächsten Supercharger zu kommen. Ich würde also gerne einstellen können, was bei der Ankunft mein Ladestand sein soll. Ich würde gerne mit 50% in Berlin ankommen und dann müsste er mir eben sagen, wo ich vorher nochmal laden muss. Da ich eben in letzter Zeit ziemlich viel auch auf langen Strecken unterwegs bin, ist das wirklich die Sache, die mich am allermeisten nervt und die mir bei meinem Model 3 tatsächlich fehlt. Ein etwas intelligenteres Navigationssystem. Eine weitere Sache, die ich so mittelmäßig ausgereift finde und die ich gerne bei meinem Model 3 hätte, ist eine richtig gute Sprachbedienung. Es gibt zwar seit einiger Zeit eine Sprachbedienung, aber ehrlich gesagt, der einzige Befehl, den ich bisher zuverlässig hinbekommen habe, ist folgender. Man sagt ja nicht, hey Tesla oder so irgendwas, sondern man drückt hier auf dieses Ding und sagt, öffne das Handschuhfach. Ja, das kann er. Öffne den Kofferraum. Dieser Befehl ist noch nicht verfügbar. Öffne den Frank. Ja, Frank Elstner oder Frank Hämmerle, das ist hier die Frage. Schalte die Sitzheizung ein, das wiederum geht. Allerdings, wie ihr hier sehen könnt, werden dann halt alle Sitzheizungen eingeschaltet, egal ob jemand drauf sitzt oder nicht. Schalte die Sitzheizung vom Fahrersitz ein. Yay! Ja, natürlich, man muss natürlich auch teilweise ein bisschen wissen, wie man mit dem Tesla reden muss. Aber insgesamt würde ich mir schon ein bisschen mehr von der Spracherkennung wünschen. Und mir ist tatsächlich nicht wirklich klar geworden, welche sinnvollen Sprachbefehle ich geben kann. Wenn ihr welche kennt, die beim Tesla Model 3 funktionieren, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, vor allem diejenigen, die ihr auch regelmäßig benutzt. Wir haben jetzt eine Strecke hier, die normalerweise 120 ist, aber durch eine Baustelle man nur 60 fahren darf. Wenn ich jetzt den Tempomat aktiviere, dann wird die Geschwindigkeit angesteuert, die man hier eigentlich fahren dürfte. Und jetzt bin ich in der Baustelle, wo man normalerweise 120 fahren darf, aber hier aus irgendwelchen Gründen nur 60 mit Radarkontrolle. Wenn ich jetzt hier den Tempomat aktiviere, dann will er auf die Geschwindigkeit, die ich hier eigentlich fahren dürfte, und ich muss mit dem Rädchen dagegen arbeiten. Und es ist mir schon einmal passiert, dass ich das zu spät geschafft habe und dann bin ich genau mit dem Wunsch, in der Baustelle nicht geblitzt zu werden und das richtige Tempo einzustellen, bin ich genau geblitzt worden, bevor ich das geschafft hatte, weil er eben beschleunigt hat. Und da wünsche ich mir einfach nur einen Knopf. Wenn ich 60 fahre, was ich ja jetzt bereits tue, dann möchte ich hier drauf drücken können und 60 wird übernommen und nicht die Geschwindigkeit, die man hier eigentlich fahren dürfte, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, eine weitere Sache, die ich gerne hätte, zeige ich euch mal hier. Da hinten ist ja diese schöne Hutablage, nennt man das, glaube ich. Und da sind Boxen drin und das ist natürlich super schön und praktisch, aber die schließt halt hier ab und es ermöglicht es eben nicht mehr, diesen Raum noch als Kofferraum zu nutzen. Das klingt jetzt mal auf den ersten Blick nicht so dramatisch, weil es handelt sich wirklich nur um 20, 25 Zentimeter, die man da noch an Höhe gewinnen könnte. Aber sie sind immer mal wieder entscheidend. Das zeige ich euch gerade hier. Zum Beispiel, wenn man versucht, ein Kinderfahrrad, eigentlich nicht sehr groß, 22 Zoll einzuladen. Ja, selbst wenn du das Vorderrad ausbaust und selbst wenn du den Lenker gerade stellst, kriegst du dieses Ding einfach nicht rein. Ja, ich gebe natürlich zu, dass das im Prinzip bei jedem Coupé, so nennt man diese Autos, glaube ich, so ist. Trotzdem ist es eine Sache, die im Alltag tatsächlich mir häufiger aufgefallen ist. Also E-Piano und Rennrad mit umgeklappter Bank geht gut rein, aber so der Gedanke, dass so ein Kinderfahrrad reinpassen könnte oder auch eine größere Kiste mit ein bisschen mehr Höhe, das wäre natürlich schon schön und ja, dafür bräuchte man das Model Y oder Model S. Aber da fehlt mir doch ein bisschen die Motivation. Ja, und dann gibt es noch eine Sache, die ist nicht wahnsinnig schlimm, aber ich finde sie trotzdem eigentlich schade. Ich hatte mal einen Volvo V70, der war uralt und der konnte das schon und das kann diese Soundanlage meines Wissens nicht. Nämlich ganz einfach nur lauter werden, wenn die Fahrgeräusche lauter werden. Ich stelle es mal bewusst nicht sehr, sehr laut ein. Wenn die Schule aus ist, jetzt kommen die Geräusche.
dazu. Nach 5 Stunden Pause. So, jetzt kommen die Windgeräusche dazu. Ja, jetzt hört ihr jetzt schon den Lastwagen und so weiter. Jetzt ist es mir eigentlich schon zu leise. Also mein Eindruck ist im Grunde, dass es zwar einigermaßen gleich laut bleibt, während man schneller wird, aber sobald praktisch Fahrgeräusche dazukommen, Wind, Straßengeräusche, dann passt er das nicht an. Und da hatte ich doch durchaus den Eindruck, dass das bei meinem alten V70 besser geregelt war. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das eine etwas bessere Lautstärkenanpassung an die Fahrgeräusche. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert gerne, was ihr weiter hier sehen wollt und wie euch dieses Video gefallen hat, und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.